Froschzeiten, Frühling. Was glaubst du, was passiert, wenn er sie aufsetzt? Keine Ahnung, aber es wird bestimmt froschtastisch. Vielleicht wird er dann ein Prinz. Nee, Mann, das passiert doch nur, wenn du ihn küsst. Ich küsse den Frosch auf keinen Fall. Hey, ihr zwei! Breezy! Hey, Bee, was läuft? Nicht viel. Ich zeig den Jungs nur, wie man Pollen sammelt. Das macht ihr super, Jungs. Hey, wollt ihr wissen, was ich nachher damit machen werde? Wir würden gern noch ein bisschen quatschen, Breezy, aber wir folgen gerade dem Frosch da, weißt du? Ach ja, stimmt. Wir wollen unbedingt sehen, wie er die Krone aufsetzt. Klar, verstehe ich doch. Viel Spaß! Wo ist er hin? Bestimmt in dieses abgefahrene Wasserrosenschloss. Gigantisch. Jake, da sind kleine Kaulquappen im Wasser. Lass sie nur nicht zu nah an dich ran. Mach dir da mal keine Sorgen, Bro. Wer hat die Tür aufgelassen? Ich würde sie aufsetzen. Du bist schick genug, Mann. Setz die Krone auf. Ich kann mir das nicht länger einziehen. Nein, warte. Jetzt macht er's. Oh, gut so, Frosch. Tu es. Mach es. Ach, komm schon. Wir waren bloß neugierig. Meine Hände sind echt empfindlich, Chef. Wartet! Nein, 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 nein!